Oder ich möchte mal so formulieren, dass mit dem Bösen das handhaben Leute, die keine Argumentation mehr haben, die keine Gründe mehr haben, um einen Konflikt zu beurteilen oder die Entwicklung zu beurteilen, wie ein Konflikt entstanden ist. Darum geht es. Das Böse ist ein Begriff, der ist ja so praktisch für Leute, die keine Argumente mehr haben, die sagen, das ist der Böse. Da befinden sie sich in einem Raum, wo keine kognitiv eindeutige Zuordnung mehr möglich ist. Das ist das Problem. Hallo zusammen und willkommen auf Neutrality Studies. Heute habe ich zum zweiten Mal Dr. Helmut Scheben bei mir, einen langjährigen deutschen und schweizerischen Journalisten, der von 1993 bis 2012 Redaktor und Reporter im Schweizer Fernsehen war, davon 16 Jahre in der Tagesschau. Dr. Scheben hat vor kurzem einen wunderbaren Artikel publiziert, zu dessen Inhalt ich schon lange eine Episode machen wollte, nämlich diese Idee, dass man nur dann neutral sein kann oder neutral sein darf, wenn gerade nirgendwo Krieg herrscht. Ist zugegebenermaßen eine dumme Idee, aber es gibt Leute, die scheinen das wirklich zu denken, denn sie argumentieren im Moment in der Schweiz, tatsächlich, dass Neutralität nicht mehr zeitgemäß ist, wenn es einen Aggressor gibt, den man bestrafen muss. Herr Scheben hat das Argument mal auseinanderbuchstabiert und legt dabei den Finger auf den wunden Punkt, nämlich dass zu Kriegsbeginn immer gelogen wird, dass sich die Balken biegen. Darüber wollen wir heute reden. Herr Scheben, willkommen zurück. Ja, guten Morgen. Ja, also es ist interessant, wenn ich heute Morgen die Zeitung aufschlage, dann lese ich einen Kommentar von Josef Lang, Joe Lang, bekannt als Joe Lang in der Schweiz, ein Historiker, der ein Schweizer Parlamentarier war, ein Nationalrat der Grünen. Und der schreibt denselben Unfug wieder, nämlich er schreibt, wenn ich hier zitieren darf, Neutralität, wenn Neutralität die Aggressoren und Angegriffene gleich behandelt, ist unfair und ungerecht. Das ist ja das, was die Leute sagten, die dieses Manifest vor kurzem veröffentlicht haben. Manifest für ein 21. Jahrhundert. Ein großer Titel. Das ist vollkommener Unfug, denn als Historiker müsste auch Joe Lang wissen, wenn er mal die letzten 200 oder 300 Jahre durchgeht in der Historie, dass das erste Opfer im Krieg die Wahrheit ist. Das ist ja nun eine Banalität, die allgemein bei jedem Krieg wieder von allen Journalisten abgeschrieben wird. Es ist einfach nicht in den meisten Kriegen, an die ich mich zum Teil persönlich erinnere, in meinem journalistischen Leben, ist es ja sehr schwierig festzustellen, wer der Angreifer ist, oder es wird gelogen, dass sich die Balken biegen. Das heißt, die wahren Absichten der einen oder anderen Kriegspartei, die werden durch Propaganda vernebelt. Und da ist das Problem. Natürlich, da ist das Problem, aber das andere Problem ist doch auch, dass wir dann, wenn wir dieser Argumentation folgen von Herrn Zhou Lang und den anderen, die jetzt dieses Manifest geschrieben haben, und ich will nur ganz kurz sagen, ein kleines bisschen Eigenwerbung, dieses Manifest haben sie jetzt Ende Mai veröffentlicht und das hat genau die gleiche Form wie das Manifest, was ich zusammen mit Verena Tobler und Wolf Linder gemacht haben im Januar, um in die andere Richtung zu stoßen. Wir haben da beide so für Unterschriften geworben. Und unsere Konzeption der Neutralität ist natürlich eine ganz andere. Man ist neutral, wenn es Krieg gibt und dann schaut man nicht hin, wer hat angefangen, sondern man sagt mal prinzipiell nein, wir machen keine Schuldzuweisung, wir erklären jetzt unsere Neutralität und dann machen wir weiter mit den Kriegsparteien, so gut wie es geht. Und diese Vision, die jetzt von dieser anderen Gruppe gemacht wird, die ist ganz anders. Die ist eben, man ist neutral. Also im allerbesten Falle noch neutral für den Angegriffenen, wo dann eben schon gesagt wird, man wählt sich aus, wer ist gut, wer ist böse. Man steht auf der Seite des Guten. Das steht auch in der Tradition dieser Just War Theory, der Theorie des gerechten Krieges. Und
Das Problem ist natürlich, dass wir das auch nicht konsequent anwenden können. Das schreibst du ja dann auch in deinem Artikel. Also, wie hätte man denn das im Irakkrieg gemacht, wo definitiv klar war, die Amerikaner waren die Bösen, die Irakis waren die Angegriffenen, die Irakis hätte man unterstützen müssen. Hätte man denn da den Irakis Unterstützung schicken sollen? Und da haben dann diese Leute meistens dann gar keine Antwort drauf, respektive sagen, das kann man gar nicht vergleichen, weil war ja Saddam Hussein, war ja böse, auch wenn er angegriffen war. War ja ein böser Mensch, musste ja sterben, war ja gut, dass er tot ist. Ja, Entschuldigung, ich übertreibe aber. es geht auch schon mal prinzipiell um das Wording, oder? Was ist das Böse? Das Böse ist ja eine, ich sage mal, moralisch-religiöse Kategorie, die sich den kognitiven, wie soll man das sagen, den kognitiven Kategorien entzieht, mit der Historiker, Analytiker oder jeder für rationale Betrachtung der Dinge überhaupt nicht mehr möglich ist, nicht wahr? Leute, die der Aufklärung verpflichtet sind und nicht in religiösen oder in Glaubensfragen argumentieren, die können mit dem Bösen nichts anfangen, weil das ist eine Kategorie der Uneindeutigkeit. In dem Moment, wo ich das Böse ins Spiel bringe, ist es sehr einfach, oder ich möchte mal so formulieren, dass mit dem Bösen das handhaben Leute, die keine Argumentation mehr haben, die keine Gründe mehr haben, um einen Konflikt zu beurteilen oder die Entwicklung zu beurteilen, wie ein Konflikt entstanden ist. Darum geht es. Das Böse ist ein Begriff, der ist ja so praktisch für Leute, die keine Argumente mehr haben, die sagen, das ist der Böse. Da befinden sie sich in einem Raum, wo keine kognitiv eindeutige Zuordnung mehr möglich ist. Das ist das Problem. Als George Bush Afghanistan angegriffen hat, ich erinnere mich sehr gut, da hat er eine Rede an die Nation gehalten und hat gesagt, so ungefähr, America is targeted, Amerika ist angegriffen und wir befinden uns in einem monumentalen Battle of the good versus the evil. Ja, das Gute gegen das Böse, das ist unser Kampf. Und genau da entzieht er sich rationalen Zuordnungen. Mal ganz davon abgesehen, dass der Beschluss des Nationalen Sicherheitsrates damals nicht Krieg beabsichtigte, sondern er gab zwar der Regierung der USA die freie Hand, gegen Terrorismus aktiv zu werden, aber damit war nicht Krieg gemeint. Es hätte eine normale polizeiliche Untersuchung dieser Vorkommnisse von 9/11. Das war die Idee. Und es hätte ein Auslieferungsverfahren geben müssen, wenn es um Osama bin Laden ging. Und man weiß heute, dass die Taliban sogar sagten, wir haben Osama bin Laden, wir werden ihn auch ausliefern. Dann müsst ihr aber ein ordentliches Auslieferungsverfahren in die Wege leiten. Und ihr müsst uns nachweisen, ihr müsst uns Beweise liefern, dass Osama bin Laden für diesen Anschlag 9/11 verantwortlich ist. Die Amerikaner haben sich geweigert, dies zu tun und haben einfach gesagt, wir, entweder ihr liefert sofort alle Terroristen aus, wobei sie noch nicht mal Namen genannt haben, oder wir greifen an. Und dann haben sie angegriffen und diesen Krieg geführt. Es ist, und dieser Afghanistan-Krieg ist noch das eine. Also er war absolut, er ist schlimm, aber er ist noch der am besten unterstützte international, auch vom UN-Sicherheitsrat aus. Also das ist noch das Best-Case-Szenario für die Amerikaner, den man noch am besten legitimieren kann. Aber was danach kommt, also 2003, der Angriff auf den Irak, war nicht nur erstunken und erlogen mit den Massenvernichtungswaffen, und man weiß heute, dass damals gewusst wurde, dass es erstunken und erlogen war, weil sogar die Geheimdienste, die Nachrichtendienste der USA, dem
dem Präsidenten gesagt haben, also höchstwahrscheinlich ist da einfach nichts. Und wir erinnern uns an Donald Rumsfeld, der diese dumme Aussage gemacht hat, die logisch noch nicht mal schlüssig ist. Die Absenz von Evidenz ist nicht dasselbe wie Evidenz für Absenz. Sowas, das ist noch, das geht noch nicht mal logisch auf. Aber das wurde rausposaunt. Und dann hat man hat den Sicherheitsrat und alles angelogen. Es gab auch keine Resolution, also keine Legitimierung für einen Einsatz. Und dann hat man trotzdem diesen Krieg gemacht. Also der Irakkrieg ist in meines Erachtens einige Stufen illegaler auf der Level der Rechtfertigung, als zum Beispiel der Krieg Russlands gegen die Ukraine, weil Russland hat eine Argumentationslinie, eine Legitimierung, die ich nicht teile und die ich nicht unterschreibe. Ich unterschreibe die nicht. Aber man kann sehen, wie Russland sagt, wir anerkennen die Donbass-Republiken als Staaten und wir unter UN-Charta Artikel 51 helfen nur beim Verteidigen. Das ist das ganze Rational. Ja, und das hat noch nicht mal existiert im Irakkrieg. Noch nicht mal das hat existiert. Jetzt die Leute, die dann argumentieren, dass man immer zwischen Gut und Böse unterscheiden muss, respektive unter Angreifer und Angegriffenem. Was denkst du, wie diese Leute in der Schweiz dann argumentieren würden, eben bei anderen Kriegen? Also im Moment im Vernichtungskrieg Israels gegen Gaza ist ja relativ klar, wer das Opfer ist und wer der Angreifer. Also, und die Schweiz hat ja jetzt da keine Sanktionen verhängt. Und sie auch neutralitätstechnisch, es wird weitergehandelt mit Israel. Was denkst du, wie diese Leute sich dazu stellen würden? Ja, also es ist auffällig, dass die Schweizer Regierung zum Gaza-Krieg sich sehr, sehr zurückhält. Keine, so gut keine, wie nicht äußert. Sich nicht äußert, keine Erklärungen abgibt, hingegen ununterbrochen Russland vorwirft, einen völlig unerklärlichen Angriffskrieg in der Ukraine zu führen. Ich spekuliere jetzt einmal, aber ich denke, dass die Artillerieangriffe auf die Bevölkerung im Donbass, die hatten sich ja im Januar, Februar, also vor dem russischen Angriff, dermaßen hatten sich die Artillerieangriffe auf die Bevölkerung im Donbass waren dermaßen eskaliert, dass der Druck in Russland sehr groß, auch auf Putin war, zu handeln. Man muss sich das so vorstellen, die Medien, die Duma, Scharfmacher wie Prigozhin, der jetzt nicht mehr lebt, aber ich denke auch Leute aus dem Generalstab, auch das Militär sagten, man muss handeln, Putin muss handeln, um zu verhindern, dass der ganze Donbass platt gemacht wird. Es gab, also ich habe damals die Homepage der OSZE, ist es nicht wahr, konsultiert, und da war von Hunderten von Graneinschlägen die Rede im Januar, Februar. Weil die OSZE war die externe Organisation, die Donbass, also eine Monitoring aufgestellt hat, den Waffenstillstand zu überwachen, der nie richtig funktioniert hat. Genau, da wurde auf beiden Seiten geschossen. Aber gerade dann im Februar hat die OSZE viele, viele Einschläge im Donbass registriert. Ja, Hunderte. Also wenn ich das zusammengezählt habe an der ganzen Frontlinie, dann könnten das bis zu 1000 Granateinschläge am Tag gewesen sein. Und ich denke, der Druck auch sogar der politischen Elite und von der Duma und von Seiten des Militärs auf Putin war auch sehr groß. Er hat Truppen an der Grenze zusammengezogen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das nicht auch noch eine letzte Möglichkeit war, zu signalisieren, Vorsicht. Wenn das nicht aufhört, marschieren wir ein. Er ist dann einmarschiert. Das war ganz klar ein Fehler. Wenn ich Putin wäre, ich hätte es nicht gemacht. Aber mich fragte Putin nicht. Also auch da ist eine gewisse Logik drin. Die Russen haben 30 Jahre lang gesagt, die NATO ist die rote Linie. Entschuldigung, die Ukraine ist die rote Linie. Ein NATO-Beitritt der Ukraine ist für uns die rote Linie, dann kommt es zu einem schweren Konflikt.
Ich habe ganz einfach immer wieder die Frage gestellt, wer ist vorgerückt, wer bedroht wen, wer kann Bedrohung geltend machen? Stehen die Russen vor der Westküste vor Los Angeles oder steht die NATO, die von USA dominierte NATO, vor Sewastopol? Diese einfache Frage, wenn man die beantwortet, dann gibt das ja auch eine gewisse ein Verständnis für die Situation. Ob die Russen sich subjektiv bedroht fühlen oder nicht, das können wir überhaupt nicht beurteilen, das müssen wir auch gar nicht. Aber sie haben Grund dazu. Und welcher Staatschef auf der Welt würde zulassen, dass sein wichtigster Marinestützpunkt wie Sewastopol in den Einflussbereich eines feindlich gesinnten Militärpaktes kommt. Kein Staatschef auf der Welt würde da untätig bleiben. Ja. Also auch da ist meines Erachtens, die NATO trägt einen großen Teil der Mitschuld an der Situation in der Ukraine. Aber wir wollten ja eigentlich Ich. über was anderes reden. Nein, aber das spielt eben zusammen. Und wir können ja auch gerne so ehrlich und offen sein, um zu sagen, dass, also uns wird vorgeworfen, wir seien Putin-Versteher und wir seien pro-russisch, weil wir ein strategisches Verständnis für die russische Seite haben. Und das nochmal, einen Krieg zu erklären ist nicht, oder einen Konflikt zu erklären, ist nicht dasselbe wie ihn zu entschuldigen. Es bedeutet nicht, dass wir das gutheißen. Es bedeutet, dass wir versuchen, Sinn zu machen aus diesem Aktions-Reaktionsschema. Und wir haben strategisches Verständnis für die Logik, die angewandt wird auf dieser Seite. Wir haben auch Verständnis für die Logik, die angewandt wird auf ukrainischer Seite, also aus westukrainischer Seite, die dann, wenn sie angegriffen sind, natürlich zurückschießen müssen. Was bleibt ihnen auch anderes übrig? Wir haben auch Verständnis für die Leute im Donbass, die reagiert haben auf ein Event 2014 in Kiew. Also wir versuchen, diese Aktions-Reaktionsmechanismen auseinander zu bröseln. Und in diesem Rahmen, und das ist das, wovon ich eigentlich ausgehe, dass das ein Realismus ist, um sich mit dem auseinanderzusetzen, was passiert, in diesem Rahmen vertreten wir die Meinung, dass eine Schweiz, ein Österreich, also neutrale Länder, sich eben nicht moralisch bekennen sollten zu einer Seite, sondern eben sagen, es ist eine Tragödie und wir weinen für euch beide. Also wir beweinen beide euer Elend, aber wir werden uns jetzt nicht expositionieren, so wie Deutschland und Frankreich dann alle anfangen, Waffen zu liefern. Also das sowieso nicht. Aber auch mit Sanktionen sollten wir so spärlich wie möglich umgehen und nicht so großzügig wie möglich. Und da gibt es eben andere Leute in der Schweiz. Da gibt es Leute, die sagen, nein, das ist falsch, wir müssen hier moralisch Flagge zeigen. Und gestern hing im Bundeshaus anscheinend, ich habe die Aufnahmen gesehen, die ukrainische Flagge neben der Schweizer Flagge am Bundeshaus. Und also unserem Parlament und Sitz der Regierung in Bern. Ja, das macht mir Probleme. Dir Das wahrscheinlich ist auch. ja, selbstverständlich. Es ist ja auch überhaupt nicht klar, wie will man denn den Aggressor in den verschiedenen Kriegen, die es in den letzten 100 Jahren gab, wie will man denn den Aggressor so eindeutig sofort feststellen? Das ist ja völlig unmöglich. Mir ist eben noch ein Buch in den Sinn gekommen, das ist von John Quigley, Rechtsprofessor aus Ohio, der ein Buch geschrieben hat, The Ruses for War. Und er zählt, ich weiß nicht wie viele, bestimmt 20 Länder auf, die von den USA seit der Mitte des letzten Jahrhunderts angegriffen wurden, durch verdeckte Operationen zum Teil, wo überhaupt nicht klar war, dass die USA da involviert waren. Die haben zum Beispiel in Indonesien in den 50er Jahren haben sie Leute engagiert, Chinesen, Amerikaner, Filipinos, Piloten, die Flugzeuge flogen, um in Indonesien einen Aufstand zu unterstützen. Die haben da bombardiert, ja, mit Bombern. Und die trugen keine Erkennungszeichen an ihren Uniformen und die Flugzeuge waren auch so neu gestrichen worden, dass man nicht sehen konnte, dass das amerikanische Flugzeuge waren. Es drehte sich darum, Sukarno zu stürzen, einen Präsidenten, der mit der kommunistischen Partei zusammenarbeitete. Und man argumentierte so, ja, das ist dann eine Gefahr für ganz Asien, wenn dieser Sukarno da die Kommunisten
in seine Regierungskoalition mit einbezieht. Man muss diesen Sukarno, man muss da einen Regime-Change machen. Dann haben die da bombardiert. Es wurde aber ein amerikanischer Pilot gefangen genommen, der ist abgestürzt, das Flugzeug wurde abgeschossen. Der hieß, glaube ich, Pope oder so. Und da wurde klar, der hatte auch, da war erkenntlich, dass das ein Amerikaner war, ein amerikanischer Pilot. Der CIA sagte dann, das ist nicht unser Mann, der ist so ein Söldner, der da irgendwie mitgemacht hat. Aber die Sache war klar, die Amerikaner versuchten einen Umsturz militärisch durchzuführen in Indonesien. Und das hat damals nicht funktioniert, aber ein paar Jahre später, ich weiß nicht mehr genau, in den Mitte 60er Jahre, wurde Sukarno dann tatsächlich gestürzt und es Ja, kam zum vielleicht größten Blutbad im ganzen 20. Jahrhundert. Da wurden einige hunderttausend angebliche Kommunisten oder wirkliche Kommunisten wurden einfach ermordet. das waren absolut schreckliche Zeiten, und das sind kriegsähnliche Machenschaften, und von denen gibt es dokumentiert Dutzende, also vom MI6 und CIA inszenierten Sturz des in Iran, das dann den Schah zurückgebracht hat, 1953, über, also die berühmten, die großen berühmten, das ist dann Chile with Augusto Allende, und wir wissen heute, Kissinger hat das okay dazu gegeben, den zu stürzen, mit Hilfe der CIA und natürlich den lokalen dem lokalen Militär. Wir haben Dutzende von denen, die sind auch dokumentiert in Büchern von Akademikern, also und wir wollen ja nicht jetzt sagen, dass die Schweiz dann in all diesen Momenten die USA irgendwie sanktionieren muss und eine Seite wählen muss und sich dann selber quasi strangulieren soll. Drum ist doch gerade der Wert der Neutralität, sagen zu können, okay, dumm gelaufen, aber ich halte mich jetzt da raus. Und dass man das jetzt bei Russland und diesen anderen NATO-Kriegen quasi umkehrt und sagt, nein, 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 also Neutralität nur, wenn wir Schweinereien machen, aber nicht, wenn andere Schweinereien machen, das funktioniert doch nicht. Das wird nicht funktionieren. Es funktioniert auch nicht, es funktioniert auch nicht auf dem, ich sage mal, auf der völkerrechtlichen Schiene. Nein. Ich versuche immer den Leuten klarzumachen, es geht um Machtpolitik. Selbstverständlich geht es um Machtpolitik. Auch die Russen haben, als sie in Ungarn oder in der Tschechoslowakei intervenierten, haben sie mit falschen Karten gespielt. Sie haben immer gesagt, wir wurden um Hilfe gebeten von der jeweiligen Regierung, was so nicht stimmte. Also es geht um Machtpolitik. Diesen großen Mächten, USA, China, Russland, geht es um Sicherheitspolitik und sie haben ihre Einflusszonen. Und da ist es sehr schwierig zu sagen, ja, wir wollen jetzt moralisch urteilen und das sind jetzt die Bösen und das sind die Guten. Kommt mir vor, wie wenn jemand sagt, ich bin nicht mit der Schwerkraft einverstanden und kämpfe gegen dieselbe. Aber wenn ich die nicht in Betracht ziehe, die Schwerkraft, dann kann ich furchtbar auf die Nase fallen. Das ist der Punkt. Es hat keinen Zweck, immer nur das Völkerrecht heranzuziehen, wenn es um reine Machtpolitik geht. Und dass die USA, Russland, China eine Sicherheitspolitik haben, die darauf beruht, zu verhindern, dass der sogenannte Feind zu nah an ihre Grenzen kommt oder an ihren Grenzen Abschussrampen für Abschussbase für Atomraketen aufstellt. Das ist einfach ein Fakt, den man in Betracht ziehen muss. Und es hat überhaupt keinen Zweck, dort moralisch zu argumentieren, weil es geht letztlich nicht um Moral und auch nicht um Völkerrecht, sondern es geht um diese brutale Machtpolitik. Aber mit der müssen wir rechnen. Das ist meine. Da bin ich absolut mit dir einverstanden. Der Punkt ist der, dass dieses moralische Argument wird eben meistens von denjenigen herangezogen, die lieber Krieg zur Konfliktlösung möchten. Also die sagen, wir müssen jetzt schießen. Also der Herr Stoltenberg sagt ja wortwörtlich, Waffen sind der Weg zum Frieden.
die wollen Frieden, aber sie wollen ihn über ihre Waffengewalt und über über Krieg in der Ukraine herstellen. Und zwar so, wie sie ihn sich vorstellen. Also eben Russland zurückdrängen, die Ukraine in die NATO, Krim zurück zur Ukraine. Das ist die Vision des Friedens. Die Russen haben offensichtlich eine andere Vision und sind offensichtlich auch willens und in der Lage, dafür in den Krieg zu ziehen. Und jetzt haben wir keinen Zwischengrund mehr. Also wir haben, es gibt nichts mehr dazwischen. Und das Schlimme, was wir ja gelernt haben, ist, dass die offensichtliche Lösung für diesen Konflikt, die offensichtliche Lösung war ja die Neutralität der Ukraine. Und wir wissen mittlerweile, nach 2 Jahren, dass diese Lösung nicht von Russland verunmöglicht wurde, sie wurde verunmöglicht vom Westen. Wir wissen das heute mit absoluter Sicherheit, weil die Ukrainer haben es gesagt, also die Chefunterhändler haben gesagt, im April hatten wir quasi eine Lösung, die war super für uns und die wurde dann nicht genommen. Die Russen haben gesagt, wir hatten eine Lösung, die Ukraine sind davongelaufen. Und Boris Johnson hat auch gesagt, ja, wir haben ihnen gesagt, sie sollen weiterkämpfen. Es ist absolut klar, dass diese Lösung, dieser Lösungsansatz, der wurde verunmöglicht. Und das gleiche Problem haben wir in der Schweiz. Dass die Neutralität natürlich eben sich nicht eingliedert in dieses vom Westen gewollte, dieser Druckmechanismus gegen alles andere. Und drum versucht man den, also auch in der Schweiz, die Neutralität so klein oder so niedrig wie möglich zu halten. Und das Interessante ist, dass wir in der Schweiz selber Leute haben, die dieses Argument unterschreiben. Die wären glücklich damit, wenn wir die Neutralität wegwerfen, so wie einer der Autoren dieses anderen Aufrufs, Herr Cottier. Nicht Herr Giorgio, Herr Cottier, der hat auch gesagt, das muss man eigentlich überwinden, die Neutralität. Ja, es wird auch dauernd, also es wird ja sehr viel mit falschen Behauptungen gearbeitet. Die werden unters Volk gebracht und die Zeitungen nehmen das auf und stellen keine kritischen Fragen. Ich habe gestern Abend in der Tagesschau gehört, da sagte ich glaube, die Chefin der SP-Fraktion im Parlament, in Bezug auf diese angebliche Friedenskonferenz, die jetzt auf dem Bürgenstock stattfindet, wenn die Russen sich weigern, da teilzunehmen, und dann muss man das halt ohne die Russen machen. Das ist also so in dieser Richtung äußerte sie sich. Das stimmt ja gar nicht. Das ist einfach gelogen. Putin hat in den letzten Monaten bestimmt 3 oder 4 Mal gesagt, dass er zu Verhandlungen bereit ist. Aber eben nicht zu Verhandlungen, die ihm von der ukrainischen Seite, also von Zelensky, diktiert werden. Und auf dem Bürgenstock zelebriert man da eine Friedenskonferenz, bei der eine der Kriegsparteien nicht eingeladen ist. Das ist ja der reine Wahnsinn. So etwas Dummes habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gehört. Aber man verkauft das, als ob jetzt das schon der erste Schritt zum Frieden sei. Ich habe die furchtbare, die schreckliche Vision oder die schreckliche Vorstellung, dass es momentan nicht auf einen Friedensschluss, dass die Amerikaner und auch die europäischen Verbündeten keinen Frieden wollen, sondern in der Ukraine den Krieg weiterführen wollen. Ich habe zufällig gestern einen Artikel gesehen, wieder von Dan Altman heißt er, glaube ich, einem Professor in den USA, an der Georgia University, glaube ich, in Foreign Affairs, wo er sagt, wir müssen den Russen klar machen, dass wir bereit sind, 7, 8 Jahre diesen Krieg weiterzuführen, damit die Russen gar nicht auf die Idee kommen, dass wir nicht in der Lage wären, weiterzukämpfen. Es ist schrecklich, es ist einfach schrecklich. Er argumentiert da, wir dürfen den Russen auf keinen Fall die Idee, die Vorstellung vermitteln, dass wir nachgeben wollen, dass wir zum Verhandeln bereit sind. Wir müssen den Russen klar machen, dass wir diesen Krieg weiterführen, noch jahrelang. Das ist nur dann, ist der Russe, denn sobald wir dem Russen signalisieren, wir könnten Friedensverhandlungen jetzt wollen, wird der Russe bestätigt in seiner Idee, dass der Westen zu schwach ist und nicht mehr lange durchhält. Das ist also diese Ideologie, wir müssen weiter kämpfen,
um dem Gegner am Verhandlungstisch zu zeigen. Also ich beziehe mich auf Vietnam, das ist ja das beste Beispiel. Barbara Tuchman hat ja in ihrem Buch The March of Folly, hat sie das ausführlich dargelegt, wie die USA gegen ihre eigenen Interessen diesen Vietnamkrieg jahrelang weitergeführt haben, obwohl sogar die militärische Führungsspitze sah, dass sie diesen Krieg nie gewinnen konnten. Er wurde aber weitergeführt, weil kein Gesichtsverlust zugelassen wurde. Und The March of Folly, ja, ein Wahnsinn. Und ähnlich war es in anderen Kriegen. Afghanistan, 20 Jahre Afghanistan-Krieg ist genau das gleiche Beispiel. Ja, absolut. Es sind diese Leute, die dann am Zepter sind, und ich nenne das diese neokonservative Führungsriege, also Blinken ist Teil davon und Frau Nuland ist Teil davon und so weiter, die einfach auch eigentlich nur über Gewalt sehen, also die Gewalt als Lösungsmittel eben betrachten und glücklich damit sind und jede Art der tatsächlichen Diplomatie auch aktiv ablehnen. Also, die sagen, nein, das darf man jetzt nicht versuchen, diplomatisch zu lösen, wie du das gerade ausgeführt hast, weil damit würde man Schwäche zeigen. Aber das, was mich dann am meisten fasziniert, ist, dass das die Leute sind, die dann ihre eigenen blutrünstigen und sehr also kriegerischen Ansichten über Moral rechtfertigen. Die Moral gebietet es. Und deshalb ist dann eben auch Neutralität unmoralisch, weil wer nicht auf der guten Seite steht, steht auf der Seite des Bösen und die Welt ist schwarz und weiß. Und das Interessante ist, dass in der Schweiz im Moment viele Leute diesen Unsinn glauben. Die haben diesen Trunk getrunken und die sind damit einverstanden und die schämen sich quasi. Die sagen auch, man schämt sich in der Schweiz, dass man nicht der Ukraine mehr hilft, dass man nicht sich eindeutig bekennt, dass man nicht Flagge zeigt. Und Ja, das ja. ist das Faszinierende für mich. Also was in den Köpfen dieser Leute vorgeht, weil das sind intelligente Leute. Das sind wirklich intelligente Historiker, das sind intelligente Völkerrechtler, das sind intelligente Politiker, intelligente Leute, die dieses Narrativ geschluckt haben und die werden wütend auf uns, wenn sie uns reden hören. Die werden richtig wütend. Ja, selbstverständlich. Und das Interessante ist, es gibt ja auch in der Europäischen Union Länder, die versuchen, eine neutrale Position einzunehmen. Und es ist erstaunlich, also Viktor Orban hat neulich auf einer Großkundgebung in Budapest, wo 1 Million Leute demonstrierten für ihre Unterstützung für die Regierung Orban demonstrierten. Da wurde in unseren Medien überhaupt nicht darüber berichtet, über diese Riesenkundgebung. Da sagte Viktor Orban, ich kann es jetzt nur noch so aus dem Kopf zitieren, also etwas ungenau, aber er sagte jedenfalls, und das sage ich jetzt ganz langsam, damit man es auch in Brüssel verstehen kann, wir werden nicht in diesen Krieg ziehen. Wir werden uns nicht dazu bringen lassen, als Ungarn, als ungarisches Volk, an diesem Wahnsinn teilzunehmen. Wir wollen Frieden und keinen Krieg. Und Viktor Orban wird seit Monaten niedergemacht als ein autoritärer, ja, fast als ein Diktator, was ja vollkommener Unsinn ist, denn es waren jetzt Wahlen und ein Oppositioneller hat auf Anhieb fast ich glaube, zwischen 20 und 30% der Stimmen bekommen. Also das ist ja ein Zeichen, dass es keine Diktatur ist, sondern dass da Demokratie zumindest in dieser Hinsicht noch funktioniert. Wenn ein Oppositioneller, der vorher unbekannt, ziemlich unbekannt war aus dem Stand, auf 20 oder 30% der Stimmen kommt, dann funktioniert das ja noch. Also Naja. wie soll ich sagen, diese Hetzkampagne gegen alle, die sagen, hört auf mit diesem Krieg, sofort Verhandlungen, es muss einen Waffenstillstand geben, die werden systematisch niedergemacht. Und ganz schlimm ist es jetzt in Deutschland, wenn ich die deutschen Medien beobachte, nach der Europawahl, das sind auf einmal alle, die nicht die Ampelregierung oder CDU, CSU gewählt haben, das sind alles Rechtsextreme.
Also werden alle als rechtsextrem gebrandmarkt. Ja, Und ja. weil wir so eine Unterscheidung haben zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland, in der Twitter-Blase wird überall gesagt, ah, die Ostdeutschen sind noch immer alles Ja, verkappte, ja. dumme, Verrückte Nazi. Der verrückte freiheitshassende. Nazi. Es ist Das unglaublich. Gleiche Also, es ist. ist in Frankreich passiert, also die Rechte hat ja in Frankreich zusammengenommen, fast 40% der Ja. Stimmen bekommen. Und Macron hat dann in seiner Rede, wo er die Auflösung des Parlaments ankündigt, hat er gesagt, wir müssen jetzt diesen Kampf aufnehmen gegen rechts, und er sagt dann, die Demagogen haben fast 40% der Stimmen bekommen, die Demagogen. Das heißt, er bezeichnet all diese französischen Wählerinnen und Wähler, ja, die zusammen ich sage jetzt mal salopp, fast die Hälfte des französischen Volkes ausmachen. All diese Wählerinnen setzt er gleich mit Demagogen. Das Ja, ist eine das. unglaubliche Beleidigung. Das hat mit demokratischen Umgangsformen überhaupt nichts mehr zu tun. Wie ist es möglich, dass ein Staatspräsident sich zu so etwas hinreißen lässt? Ist mir Na, es völlig ist. unbekannt. Also, das Interessante ist, dass im Moment die Demokratie in Europa von genau den Kräften am allermeisten torpediert wird, die lauthals schreien, wir müssen die Demokratie beschützen. Weil sie fangen an, sich selbst und ihre eigene Person mit Demokratie gleichzusetzen. Was dann Ja. bedeutet, wer nicht meiner Meinung ist, wer nicht meine Weltsicht teilt, er ist nicht demokratisch. Und das ist das Urproblem jedes autoritären Denkens. Also das war ja immer der Punkt, dass dann diese autoritären Herrschaftssysteme sich dann immer gleichgesetzt haben mit dem Volkswillen. Und im Moment wird gerade von der Seite her Volkswille ersetzt durch Demokratie. La démocratie, c'est moi. Und Ja, das ist, genauso ja. ist es. Adieu, Genauso Deutsch, ist adieu es. Europa. Genauso ist es. Und was im Moment zu beobachten ist, ist eine Kriegshysterie, die auch auf die Schweizer Medien übergegriffen hat. Ja. Ich erinnere mich, dass vor kurzem der Chefredaktor der NZZ am Sonntag geschrieben hat, wir müssen, einen Satz geschrieben hat, der für mich unglaublich war. Er hat geschrieben, wir müssen jetzt endlich. Wir werden uns jetzt endlich entscheiden müssen. Wollt ihr mehr AHV, wollt ihr mehr Renten oder mehr Rüstung? Da werden wir uns entscheiden müssen. Und er hat sich natürlich auf diese Abstimmung bezogen, wo die Schweizer Bürgerinnen und Bürger für eine 13. AHV gestimmt haben. Also für eine. Und das ist so unglaublich, was da läuft. Als ich diesen Satz gelesen habe, wir werden entscheiden müssen, wollen wir mehr Rüstung oder noch mehr Renten? Da hat es bei mir wie so in einem historischen Echoraum, kam mir ein Satz, der plötzlich dadurch diesen historischen Echoraum hallte. Wollt ihr Butter oder Kanonen? Ja, man kann ja, man muss, dieser Satz kommt ja unverzüglich einem in den Sinn. Es ist unglaublich, wie da eine Kriegsbegeisterung, möchte ich fast mal sagen, Ja. geschürt wird. Und die Medien sind natürlich vorneweg bei diesem ganzen Zeug, ne? Ja. Die Zeitenwende hat angebrochen. Das heißt, alles, was früher galt, Entspannungspolitik, Neutralitätspolitik, das wird auf einem Müllhaufen entsorgt. Und wir müssen jetzt einfach Krieg führen. Wir müssen Ja. aufrüsten. Ja, ich bin absolut mit dir einverstanden und weißt du, das ist das Schlimme. Also wir sehen im Moment in Europa wieder Kriegseuphorie und da muss ich immer wieder sagen, im Ersten Weltkrieg. Die Bilder, die mich am meisten erschrecken, die Bilder, von denen ich am meisten Angst habe, waren nicht die Toten in den Schützengräben. Das war nicht das Schlachtfeld. Die schlimmsten Bilder waren für mich die Bilder der Soldaten in Deutschland, in Frankreich, in England, die lachend, frohen Gesichts auf dem Zug in die Kamera winken mit den Sätzen in Weihnachten in Paris, ein Wiedersehen auf der Champs-Élysées in 3 Monaten, die Deutschen auf den Karren. Das war Ja, das. Kriegseuphorie und man hatte Kriegseuphorie überall und wir in Europa, ganz Europa und die Schweiz mit einbegriffen, wir rasseln wieder da hinein. Der Krieg ist plötzlich wieder was Tolles, wieder was, ja, da geht was. Das ist Ja, schlimm. es gibt eine Ikonografie, nenne ich das mal, von Kriegsbildern,
die sich festgesetzt haben, auch die sich verselbstständigt haben. Und das ist sehr interessant, was du erwähnst vom Ersten Weltkrieg. Es gab im Irakkrieg genau die gleichen Bilder, die wurden inszeniert. Ich erinnere mich sehr, sehr gut, weil ich in der Tagesschau in der Zeit gearbeitet habe. Und da gab es Bilder von Schiffen, die ablegten in einem Hafen in Großbritannien, ich weiß nicht mehr, welcher es war, wo die Schiffe waren voll von Soldaten und die Mütter mit ihren Kindern standen am Quai und winkten den Soldaten und die Soldaten winkten vom Schiff zurück und es war eine Riesenmenge von Leuten und eine Riesenbegeisterung. Es gab genau die gleichen Bilder, die im Ersten Weltkrieg verwendet worden sind neu inszeniert worden, als es um den Irakkrieg ging. Und es ist ja auch interessant, ich habe das ja alles erlebt. Also gut, wir wissen aus der Historie, in Guatemala wurde, ja, oder sagen wir so, Ray McGovern, ein sehr hochdekorierter CIA-Mann, hat mir mal gesagt, Krieg wird mit Lügen gemacht. Krieg wird mit Lügen gemacht. Und es gibt auch, und er sagt, Krieg wird mit Lügen gemacht und Flüchtlinge werden mit Krieg gemacht. So funktioniert das. Was wir kennen alle, die den militärisch-industriellen, den Komplex, den Eisenhower schon ansprach, die Rüstungsindustrie verdient am Krieg, das ist vollkommen klar. Ich will auf dieses Thema jetzt gar nicht weiter eingehen, obwohl vielleicht ein ganz kleiner Exkurs, entre Parenthèse, in der Ukraine geht es auch um Profit, nicht wahr? Also was bei uns weitgehend unter dem Deckel gehalten wird oder was die Medien eigentlich recherchieren müssten, aber sie tun es nicht, das ist, dass mittlerweile die großen Agrarkonzerne so viel Ackerland in der Ukraine erworben haben, rechtmäßig, weil die Gesetze wurden geändert. Das Volumen, die Fläche entspricht der ganzen Agrarfläche Italiens. Und hinter diesen großen Konzernen stehen natürlich wieder die Finanzspekulanten und so weiter. Wir wissen das nicht, weil ich will nur noch sagen, Ukraine ist das Land auf der Erde, was die meisten Schwarzerdeflächen hat. Das sind sehr stark humushaltige Böden. Die gibt es in diesem ganzen Gürtel im Süden von Russland bis hin zur Ukraine. Aber Ukraine ist das Land, es gibt kein Land auf der Erde, was so viel Schwarzerdefläche hat wie die Ukraine. Und natürlich greifen die internationalen Konzerne schon jetzt mitten im Krieg auf dieses Gebiet zu. Und das ist ein Thema, was unsere Medien einfach nicht interessiert. Oder sie. Lindsey Graham gestern oder vorgestern hat Lindsey Graham in den USA offiziell gesagt, also in einem großen Interview, dass es ein Nonsens wäre, die ganzen Mineralien, die im Donbass liegen, den Russen zu geben. Diese Mineralien gehören dem Westen und der NATO und es wäre dumm, das den Russen zu verschenken. Also das ist jetzt offiziell, also das ist noch nicht mal versteckt, das ist ja das Wahnsinnige dabei. All diese Überlegungen sind draußen im Internet, die kann man sich ansehen, das ist keine Verschwörungstheorie. Und trotzdem, wenn es dann drum geht, was tun wir jetzt, dann bricht dann alles wieder auf gut gegen böse herunter, bricht man alles auf gut gegen böse herunter. Und dann ist dann wieder klar, Russen böse, Ukrainer gut, Westen gut und Neutralität nur für die Guten. Nicht, also eben, das ist dann die Auflösung des ganzen Konzeptes. Und da ist die Schweiz mit dabei, also mittendrin in diesem ideologischen Auflösungsprozess hin in eine Kriegseuphorie. Das ist traurig. Ja. Also mir ist, um nochmal auf den Anfang unseres Gesprächs zurückzukommen, mir ist vollkommen unbegreiflich, wie Historiker oder vernünftig rational denkende Menschen behaupten können, wir müssen in einem Krieg entscheiden, wer der Täter und wer das Opfer ist, und dann müssen wir den Täter Das unterstützen Opfer, das Opfer. und die Neutralität darf uns dann nicht daran hindern, dem Opfer zu helfen und Waffen zu liefern, zum Beispiel, um den Täter zu bestrafen. Das ist eine
wie soll ich sagen, eine Logik von einer solchen Dummheit, eine Unlogik, dass es einfach einem den Atem nimmt. Diese Logik geht auf den Zweiten Weltkrieg zurück, wo so klar war, wer der Böse ist, also die Deutschen, die Nazis, und wer schlussendlich recht hatte. Und das ist auch ich glaube, es hat auch zu einem guten Teil mit Schuldgefühlen zu tun, dass man damals mit den Nazis so viele Geschäfte gemacht hat. Und das ist, weil das taucht immer wieder auf. Auch dieses Narrativ, Putin ist Hitler, also eben, dann ist alles wieder klar. Also dieser Zweite Weltkrieg hat uns also wirklich extrem geschädigt im Sinne, dass wir dann wieder alles in Gut und Böse denken müssen und nicht mehr in Komplexität. Als ob das so einfach wäre, nicht wahr? Ich sage diesen Leuten nur, wie wollt ihr denn in den Kriegen der letzten 100 Jahre, in welchem dieser Kriege wollt ihr denn feststellen, wer der Gute oder der Böse war oder wer der Angreifer und wer der Angegriffene war und wer der Täter und wer das Opfer war? In Guatemala, als Jacobo Arbenz gestürzt wurde, der ja nur eine ganz normale Agrarreform machen wollte, wie sie auch die Amerikaner selbst Spezialisten vorgeschlagen hatte. Der wurde vom CIA gestürzt, ne, weil er mit dem Vorwand, ja, das sind ja Kommunisten, in Indonesien, in Kuba, Invasion in die Schweinebucht, eine reine Machtfrage, in Vietnam, in Nicaragua. In Nicaragua habe ich es selbst erlebt. Ich habe ja da gearbeitet in dieser Zeit. Nicht wahr? Inwiefern war denn in Nicaragua war eine linke Regierung an die Macht gekommen und die USA, das Erste, was sie machten, sie stellten eine konterrevolutionäre Truppe auf, undercover, die diese Regierung stürzen sollte. Das war reine Machtpolitik. Okay, da hat niemand sich aufgeregt, aber Panama 1989, ja, ein Regime-Change musste gemacht werden. Man setzte eine Luftlandeoperation in Gang, hat diesen General, der nicht parierte, gefangen genommen und bis zum Lebensende als Strafgefangenen in einem Gefängnis in den USA festgehalten. Niemand fragte nach internationalem Recht, niemand fragte nach, wer ist hier der Täter, wer ist das Opfer. Es ist vollkommen klar. Wie will man das denn feststellen, wer im Kosovo der Täter und das Opfer war? Wurde so mit einer unglaublichen Public Relation Aufwand wurde versucht darzustellen, dass die Serben die Täter waren, weil sie angeblich den Plan Hufeisen hatten. Sie wollten da die Bevölkerung im Kosovo vertreiben oder sogar auslöschen. Dieser Plan Hufeisen hat sich hinterher als ein Fake-Plan erwiesen. Der hat in dieser Form nicht existiert. Das Gleiche könnte man für fast alle Konflikte der letzten 100 Jahre zeigen, dass es sehr schwierig war oder dass da gelogen wurde, nicht wahr? Dass die wirklichen Motive verheimlicht wurden. Es geht ja um Öl, um strategische Korridore, es geht um Bodenschätze, wie du sehr gut gesagt hast. Aber die Bevölkerung würde nicht mitziehen. Man braucht ja die Unterstützung der Bevölkerung für einen Krieg. Und eine Bevölkerung, selbst in Diktaturen, wäre es sehr schwierig, einen Krieg zu führen, wenn man sagen würde, wir greifen da an, weil wir das Öl wollen oder weil wir eine Seestraße schützen wollen, ne, wie Jemen, ne. Wir müssen da bombardieren, weil ein wichtiger Seeweg, durch das täglich so und so viele Millionen Tonnen Öl transportiert werden. Diesen Seeweg, der darf nicht in den Machtbereich der Houthis und der Iraner kommen. Also müssen wir Jemen bombardieren. Dieser Jemenkrieg, der hat schon 400.000 Tote unter der Zivilbevölkerung verursacht. Wo ist da der Täter und das Opfer? Warum bleibt die Schweizer Regierung still? Also, wie muss man sich das denn vorstellen? Dieser Wahnsinn dieser Leute, die sagen, wir müssen jetzt die Täter und Opfer benennen, deswegen dürfen wir nicht mehr neutral sein. Ja, dann sollen sie Täter und Opfer benennen, sage ich immer. Aber bei den Kriegen der Dann letzten wenigstens immer. dann immer bei den Kriegen der letzten 100 Jahre wären sehr oft, das schlägt keinen Geist weg, wären die USA der Täter, wenn man so will. Aber An irgendeinem jetzt, Punkt, also Helmut,
an irgendeinem Punkt müssen wir mal diese Leute in ein Gespräch holen. Das wird dann wahrscheinlich sehr schwierig. Ich habe herausgefunden, dass es dann es ist schwierig, diese Leute davon zu überzeugen, dass man mit ihnen ein Interview macht, das aufgezeichnet wird. Aber vielleicht schafft man es irgendwann einmal. Weil diese Diskussion, die müssen wir führen. Die Schweiz ist im gleichen im gleichen Kriegswahnsinn drin wie der Rest Europas, leider. Für alle deutschen Kollegen, die uns zuhören. Aber Helmut, ich danke dir auch, dass du diesen Artikel geschrieben hast und dass wir darüber sprechen können. Ja, okay. Ich hoffe, du kannst das brauchen. Werde ich, werde ich. Danke und bis zum nächsten Mal, Helmut. Okay, tschüss.